Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zu einer, natürlich, was ist das jetzt überhaupt? Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, das ist eine Pressekonferenz in kleinem Rahmen unseres kleinen Senders. Ja, wir haben hier in Berlin natürlich auch ein paar ausländische Gäste. In Berlin treffen sich natürlich auch ein paar kleine Leutchen. Und weil das so ist, haben wir einfach mal gefragt, ja, können wir das einfach mal machen? Und natürlich, wir haben uns da Gedanken gemacht und so. Und weil das so ist, sagen wir einfach mal, Ton ab. Nein, es geht doch. Wunderbar, 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 einfach wunderbar. So, also Sie hier von der französischen Seite, ja, Sie, wir haben Sie eingeladen, ja. Ja, und Sie hier von der, Sie sind aus dem Rheinland, ja. Das Rheinische da, ja, der Adenauer-Ecke da, ja. Dieses alte Adenauer-Kram da, das ist alles da von dem Adenauer damals noch so, ja. Da sind Sie auch noch, ja, sind Sie voll, ja, ist ja klar. So, wir hier aus Berlin fragen uns ganz andere Dinge, ja. Also, es ist ja nun mal so, ja, es ist nicht lange her, da waren immerhin noch 4 Alliierte in dieser Stadt und so, das ist historisch soweit ja nun noch nicht ganz so lange her, ne? Das muss man auch erstmal sehen, ja. Aber nun gibt es da in München eine Sicherheitskonferenz, ja, und die ist dann NATO und das ist doch alles. Und da gibt es die ganze, sage ich, Propaganda, kann schon sein, natürlich, nein, es sind normale Informationen, sicherlich sehr normale Informationen, ja. Ja, Sie gucken so komisch, so als Franzose, was ist jetzt? Oui, oui, oui. Ach so, ja, schon gut, ja. Ja, im Übrigen, Sie kommen ja noch zu Wort im Übrigen, ja. Also jetzt strengt man sich das da an, irgendwo sich da irgendwo mit den Putin irgendetwas auf Krawall zu bürsten, immer so, ja. Ja, es geht doch schon lange so. Das ist doch immer dasselbe. Ja, da heißt es immer und so, natürlich. Und die Russen, die kneifen da gar nicht. Die Russen stellen immer was gegen und sagen, was wollt ihr Idioten, ne? Was wollt ihr? Und dann stellen wir wieder was gegen. Ja, und dann geht es ewig immer und dann ist das immer eine Front, eine Front, eine Front. Ja, Sie, da gibt es keine Front. Das sind alles nur Theoretiker, die erzählen dann immer nur irgendwas da, irgendwas da. Mit einer Handvoll Soldaten da irgendwo, weiß ich nicht, 3 Soldaten laufen am Polen rum oder irgendwas da. Das ist doch alles irgendwo, das, was soll denn der ganze Quatsch da? Ja, das weiß ich ja auch nicht, aber es ist ja, denn wenn Sie die ganzen Wortartikulationen der letzten Zeitung allgemein und das alles, das geht ja alles da, da hören Sie hin und dann sagen Sie, oh, jetzt kommt die große Schlacht, Waterloo oder irgendetwas oder nein, die Deutschen in Stalingrad natürlich, ja, das muss natürlich auch, ja, das bürstet sich, na und voran die NATO und die Hardliner da, die Falken aus Washington natürlich, diese auch, ja, das ist nochmal alles so, ja. Ja, das kennen wir als Berliner, wir wissen das und so, wir schauen immer mal hin und so, wir wenden uns ja meistens ab. Unser einer, wir wissen, wir hatten die 4 Alliierten hier, wir sind so müde an so einem Zirkus da. Was soll aus sowas überhaupt bei rauskommen? Ja, das liegt daran, weil der Russe ist natürlich noch nicht in Helsinki einmarschiert. Der Russe ist noch nicht in London gewesen. Der Russe war eben noch nicht in Rom. Und der Russe war auch noch nicht in Washington. Ja, was wollen Sie damit sagen? Naja, Sie als Berliner, bei Ihnen, da war eben mal der Russe und da sagen Sie einfach mal, nein, das geht alles nicht so. Man muss ja sich irgendwie doch irgendwo arrangieren. Selbst wenn der Russe abgezogen ist aus Deutschland, sagt man sich einfach mal, ja, man hatte es mit dem Russen. Ja, aber es ist doch im Leben auch so, man trifft sich immer zweimal, sagt man doch auch so. Ja, nein, das versteht der Berliner anders. Er meint, ihm reicht seine Lektion als solches, ja, und da denkt er denn natürlich, die anderen verstehen das alles nicht. Ja, was verstehen denn da die anderen da nicht? Na, was ich gesagt habe, der Russe war eben noch nicht in Rom. Er war noch nicht in Madrid. Nein, der Russe, der war überall schon in slawischen Ländern. Sicherlich, die denken auch das eine oder auch das andere. Das kann ja auch alles so sein. Aber wenn man da ein Berliner ist, natürlich, und aus diesem hervorgegangen ist, was des Berliners seine Geschichte ist, dann denkt man eben wirklich mal ganz anders. So, Sie sind also der Meinung, dass der Berliner als Bürger dieser Situation gegenüber, der ganzen Propagandalandschaft gegenüber überhaupt nicht zu verstehen ist. Ja, das ist so. Ja, da kann ich dann mal dazu kommen, Münchner Sicherheitskonferenz, da fragen wir doch mal zur Münchner Sicherheitskonferenz, fragen Sie doch einfach mal hier unseren mitsitzenden Franzosen.
Wie? Napoleon? Napoleon? No, 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 no. Ja, Sie haben es gehört. Also, ja, stellen wir Ihnen noch eine andere Frage. Ja, Adolf Hitler damals, Stalingrad. Wie? No, 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 no. Also, Sie haben auch das vernommen. Ja, also der Franzose sagt einfach mal, auch er hat da einmal eine geschichtliche Auseinandersetzung in Richtung Russland gehabt. Und das kann ja der Grund sein, dass bei dieser heutigen Propaganda-Veranstaltung sich der Franzose sagt, jetzt habe ich aber auch langsam keine Lust mehr. Ja, dann ist doch vielleicht anzunehmen, dass der Franzose sich doch eigentlich auch recht gut mit dem Berliner verstehen könnte, weil sie haben so ähnliche Lektionen vielleicht, ja. Ja, nun nicht ganz so. Ja, falls der Franzose doch noch ein bisschen aufmucken wird, ja, dann kann es ja mal sein. Ja, vielleicht marschiert dann auch mal was Russisches in Paris ein. Es wäre ja, also es kann schon sein, es ist beim Russen so. Ja, der Russe gibt nicht nach. Nein, das tut er nicht. Der Russe flunkert immer rum. Natürlich, ja, er macht dies, der Russe kneift nun eben einfach nicht. Das ist nun mal so. Das weiß allerdings von dieser gesamten Weltgemeinschaft hier in Mitteleuropa einzig und allein nur der Berliner. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich mir die ganze Propagandalandschaft da angucke, dann muss man sich eigentlich mal fragen, ob die eigentlich nicht alle mehr bei Trost sind irgendwie so. Irgendwie so drehen die da alle so durch. Wie, ja, oh, wie. Ja, haben sie, er versteht das auch und sagt einfach, das ist wirklich, das bürstet sich wirklich alles auf, so was, wo man nicht mehr weiß, wo das hingeht. Oui. Ja, haben Sie schon wieder Zustimmung? Sie kriegen immer Zustimmung von der französischen Seite. Ja, die verstehen das auch alles so. Ja, die sagen auch einfach mal, da ist doch irgendwie, das geht doch einfach alles gar nicht so. Ja, das ist doch aber auch ganz normal, wenn wir hier unseren französischen Kollegen gehört haben, dass er sich auch auf solches einstellt und sagt, ja, da kann man sich doch nur noch passiv verhalten, das geht doch alles gar nicht. Oui. Ja, Sie haben es gehört, er unterbricht mich gerade und so und sagt, ja, das ist auch alles richtig so. Naja, natürlich, was soll man sich da engagieren in diesem ganzen Zirkus? Naja, nun geht doch aber die Münchner Sicherheitskonferenz da, da bleibt dann irgendwo das alles da weg und so und niemand geht mehr dahin und da kommen doch auch nicht die Saudis dahin und das alles. Ja, das mit den Saudis, das ist North Atlantic Treaty Organization, you know, und da fragt er sich, was der da aus der Wüste auch zu suchen hat, ne? Denn das North Atlantic Treaty Organization umspannt ja nun auch nicht da irgendwo den halben Globus, ne? Das war ja mal ein North Atlantic Treaty Pact. Ja, ja, das habe ich verstanden. Das war nur für Nordeuropa, das ist mal klar. Das versteht auch Frankreich. Oui. Ja, haben Sie gehört, er auch er versteht das, ja. Das ist nun mal so. Naja, nun die Niederländer, die nennen das eben die NAVO. Ne? Die NAVO ist dann nun mal auch noch mal was ganz anderes. Ne? Dann sind die dann immer nie dabei und gehen schnell raus, weil durch die sprachlichen, da ist dann werden da immer sprachliche Manipulationen. Wir sind ja wohl drin, aber nicht dabei, weil die nennen sich das Ding einfach mal ganz anders. Ja, so ist es möglicherweise auch mit den Saudis. Vielleicht nennen die das auch alles ganz anders. Man weiß es ja alles gar nicht. Ne? Ja, also das ist ja auch alles recht unverständlich. Vor allen Dingen ist es immer eine Koalition der Willigen und da laufen so viel mit und laufen nicht mit und so. Na nun, Polen wird sich sicherlich weiter im Nahen Osten engagieren. Das haben die im Irakkrieg gemacht, selbst wenn da Kriegsverbrechen daher geschehen sind. Polen engagiert sich eben weiter. Das will vielleicht die polnische Bevölkerung nicht, aber deren ihre Regierung tut auch einiges. Da, wo man einfach mal sagte, na, das ist schon sehr komisch so zu sehen, was da für öffentliche Geständnisse so kommen. Oui. Also Sie haben es gehört von der französischen Seite, die finden das auch alles so ein bisschen sonderlich, ja. Ja, es sieht nun alles irgendwie sehr komisch aus, ja. Es sind natürlich Befindlichkeiten, wo man mal sagen muss, hier von Berlin aus hat man einen völlig anderen Blick dieser Geschichte. Natürlich hat man einen Blick dieser Geschichte, das ist nun mal so, ja, das ist eben einfach nur eine zivile Einsicht auf das, wo die da mal sagen, wir spielen mit Raketen, wir spielen mit Grenzräumen. Wir spielen mit, dass sich in Städten sich gegenseitig da zu überfallen, sich zu bombardieren mit diesen Ängsten, all diese Dinge. Ja, da sind doch einfach mal irgendwelche Menschen am Werk, wo sich der Zivilist fragt, was soll das eigentlich alles? Oui. Ja, Sie haben es auch von der französischen Seite eben gehört, auch dem wird mir zugestimmt. Das ist nun einmal so. Na, dann belassen wir das da mal, was wir hier ausgesagt haben.
Ja, also ich fand das recht interessant. Es kommt mir als Berliner auch so zugute, dass ich einfach mal denke, dem zivilen Bürger geht das einfach alles so bis so auf den da irgendwo, wo man sagt, ja, also die sind da irgendwie. Ja, aber wie kommt es, dass man da in München irgendwo ganz andere Linie fährt? Natürlich in München, da spielt man große Weltpolitik. Das ist nun mal, München ist ein Konkurrent Berlins geworden. München, es dauert nicht mehr lange, dann wird sicherlich auch die Hauptstadt, ja, das Parlament sicher bald nach München umziehen. Das wird dann bald auch nicht anders sein. Ja, das kann den Berliner Bürger eigentlich auch nur zugutekommen, weil diesen ganzen Zirkus möglicherweise, wenn man da aus München irgendwo da irgendwo jetzt die Zentrik da fährt und man will alles gegen Russland und Putin bürsten, ja, dann kann es München passieren, was Berlin mal passiert ist. Davor hat natürlich ein Berliner auch seine Beängstigung und so. Das ist nun mal so, ja. Oui, oui, oui. Sie hören es ja auch, unser französischer Kollege, der stimmt dem zu. Sicherlich hat auch er seine Hinterhältigkeit. Er fragt sich einfach, ich sage immer ja und Amen natürlich, da wo es für den anderen raucht. Er möchte natürlich nicht da irgendwas an sich hochrauchen lassen, was da aus Russland kommt. Das weiß er aus seinen eigenen Napoleon-Erfahrungen. Oui, oui, oui. Ja, er stimmt dem vollkommen zu. Selbst wenn er die Wahrheit hört, stimmt er ihr sie auch nochmal zu. So ist es nun einmal. Ja, es muss sich ja nun nicht alles manipulieren. Ja, dann haben wir das mal gehört. Das muss ich nicht einfach alles manipulieren. Wunderbar. Also, ja, nun, was macht nun irgendwo die Weltgemeinschaft als solches, dass sie ja mit vielen Dingen nun immer laufend ihre politischen Willensbildung so nach Nachrichtenlage nun auch nicht immer so durchbekommt? Also mit den sogenannten Erwartungen, Bürgererwartungen, lese die Zeitung und man hat seine Erwartungen, ja auch die, die ins Negative des bösen Gedankens so gehen und so. Ja, das ist natürlich allgemein weltumspannend. Sie lesen eine Zeitung, sie machen irgendetwas auf, da ist irgendetwas passiert und dann stehen die Erwartungen, oh, da muss natürlich immer eine Konsequenz gezogen werden. Und wenn die dann ausbleibt, dann stellen die sich hin und sagen, oh, was ist das für eine Verärgerung aneinander oder wie auch immer. Wie, wie, wie. Ja, Sie hören es vom französischen Kollegen, auch das versteht der. Das ist nun mal so, das ist selbst durch Sprachbarriere einfach alles verständlich. Wie, wie, wie. Ja, Sie haben es gehört, er hat auch diesem nochmal zugestimmt. So ist es nun einmal. Ja, also dann freue ich mich natürlich über meine beiden Gäste hier. Ja, vor allen Dingen Ihre französischen Kommentare, die waren sehr ausführlich. Ja, da ist eigentlich natürlich auch nichts dran auszusetzen. Wunderbar. Auch wegen der Sprachbarriere und so weiter. Ja, ist ja, wir sind ja sprachtalentiert genug, um auch dieses zu verstehen. Oui, oui, oui. Ja, Sie haben es gehört, also es gibt hier kein Problem mit diesen Veranstaltungen. Na wunderbar, dann können wir das ja mal bei dem hier belassen, ja, dass es dann so ist. Ja, das sage ich auch. Es kann ja nun nicht anders sein, aber da kommt dann nun nichts mehr bei raus, da was die da treiben, ne? Ja, so ist es, so ist es, so ist es und so ist es nochmal und nochmal so ist es. Ja, na wunderbar, dann ist es nun mal so. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben das gehört, die Weltlage. Die Weltlage in München. Schon sehr verwunderlich, was sich da alles ereignet. Hallo, hallo, ihr Sprachfunk.